Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Ja, Adam Suschatz ist bei mir vor dem Spiel, vor dem letzten Spiel vor der Winterpause gegen die Würzburger Kickers. Adam, vorab, du hast dir im Spiel gegen Unterhaching eine Verletzung zugezogen, bist auf dem Rücken, glaube ich, gefallen. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Rücken? Ja, jetzt ist heute ist in Ordnung. Ich habe noch ein bisschen Probleme, aber bis Samstag, ich glaube, wird in Ordnung sein. Und ja, das war sehr schmerzhaft. Ich bin auf den Rücken gefallen und ja, 3 Tage habe ich nicht trainiert jetzt. Gestern habe ich Training gemacht, auch ein bisschen Probleme mit gehabt, aber wie ich gesagt habe, in 2 Tagen, glaube ich, wird in Ordnung sein. War das eine Prellung oder was war das für eine Verletzung? Ja, das war nur eine Prellung. Eine Prellung und war nicht schlimm, es ist nicht kaputt gegangen, aber schmerzhaft, war sehr schmerzhaft. Okay, das ist jetzt deine 2. Saison beim VfL. Unterschiedlicher könnten die beiden Jahre eigentlich nicht sein. Also jetzt nach den 18 Spielen sozusagen steht ihr auf Platz 2, habt 14 Gegentore. Im Vergleich, genau vor einem Jahr, standet ihr auf Platz 14 und hattet 29 Gegentore. Was macht die Mannschaft diese Saison anders? Ja, die Mannschaft ist viel kompakter jetzt. Wir verteidigen alle nach hinten, alle arbeiten nach hinten. Wir sind alle 4 Linien, also mit dem Torwart zusammen. Wir sind alle kompakt, wir verstehen uns gut und wir sind für einander da immer. Und die Moral ist auch da. Nach vielen Rückschlägen sind wir immer zurückgekommen und das hat uns auch vom Spiel zum Spiel noch stärker gemacht. Und ja, daran liegt es. Ich glaube auch gerade in deiner Position in der Innenverteidigung ist die Auswahl stärker geworden. Vor der Saison mit Maurice Trapp und Felix Schiller nochmal 2 gestandene Innenverteidiger geholt. Tut dir diese Konkurrenzsituation gut? Ja, Konkurrenz tut allem gut, glaube ich. Und man gibt immer mehr Gas, man gibt immer mehr. Also ich persönlich, ich versuche mich immer noch mehr zu fokussieren und auf meinen Job zu konzentrieren. Ja, Konkurrenz tut uns allen gut und ich glaube nicht nur auf meine Position, sondern auf alle anderen Positionen ist Konkurrenz da und ja, das macht uns aus, vor allem stark, ja. Hattest du denn Bedenken um deinen Stammplatz vor der Saison, als dann die Verpflichtungen bekannt gegeben wurden? Ja, man macht sich klar, man macht sich Gedanken, nicht jetzt um Stammplatz, aber klar, wenn der neue Spieler verpflichtet ist, dann auf deiner Position, dann macht man sich Gedanken, aber ich war ziemlich sicher, dass ich weiterspielen würde und ich habe Gas gegeben und ich bin fitter geworden auch und ja, bis jetzt hat gut geklappt. Gas gegeben, fitter geworden, du hast vor allen Dingen auch weniger gelbe Karten. Zur selben Zeitpunkt im letzten Jahr hattest du schon 5 gelbe Karten, jetzt ist es erst eine. Hast du deinen Spielstil dahingehend geändert? Ja, vielleicht, ich habe 2 Kilo abgenommen, vielleicht daran liegt das, weil ich fühle mich noch beweglicher und ja, vielleicht liegt das daran, dass ich beweglicher bin und deswegen bin ich immer pünktlich zu der Sache. Okay, also Stellungsspiel dann wahrscheinlich? Ja, Stellungsspiel und vielleicht auch Schnelligkeit, Wissen und vielleicht hat das auch mit der Konzentration was zu tun und ja. Also es scheint ein Rädchen ins andere zu greifen. Ich blicke nochmal zurück, du hast 15-16 noch in Aue gespielt, da seid ihr auch aufgestiegen. Zur Halbzeit hattet ihr auch nur 13 Gegentore, wart damals Tabellendritter. Wie würdest du die beiden Mannschaften oder Situationen vergleichen mit der jetzigen hier beim VfL? Eigentlich Also unsere Situation ist ganz ähnlich. Also wir damals in Aue waren wir auch sehr stabil hinten. Wir haben ganz wenig Gegentore kassiert und ich glaube, wir haben auch weniger Punkte gehabt, glaube ich. Wir haben 32 Punkte gehabt nach 90 Spieltagen. Und vielleicht waren wir, ich sage von Mentalität, ist die Mannschaft jetzt besser in Osnabrück. Aber vielleicht spielerisch haben wir ein Tick besser in Aue damals gemacht. Aber ich glaube, spielerische Qualität haben wir auch. Große spielerische Qualität, vielleicht noch mit Selbstvertrauen, was jetzt entwickelt sich
hat das, ja, das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Und ich glaube, in der Hinrunde können wir daran, wir werden auch daran arbeiten, und dass wir uns noch spielerisch, dass wir noch spielerisch besser machen. Und in Führung, das was ich wichtig auch sind, dass wir öfter ins Führung gehen und ja, daran einfach arbeiten. Und ja. Du weißt wahrscheinlich auch schon, worauf ich hinaus will. Aue ist damals aufgestiegen auf den zweiten Platz. Was ist denn mit dem VfL die Saison möglich? Also siehst du da Parallelen? Ja, ist alles möglich. Ich glaube, wenn man beide Saisonen und vergleicht, ich glaube, die Liga ist jetzt viel stärker als damals 2014, 2015. Mhm. Und wir haben jetzt viele, viele gute Mannschaften, mit vor allem mit Karlsruhe und Uerdingen, die unsere größte Konkurrenz sind. Ja, VfL muss einfach durchziehen, von Spiel zu Spiel alles geben, alles tun, dass wir einfach zu Hause immer nachlegen und auswärts immer was mitnehmen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Hast du an dich noch so Ziele, die du jetzt für die Rückrunde für dich gesetzt hast? Du hast ja schon gesagt, in der Hinrunde bist fitter geworden, weniger gelbe Karten, spielst eigentlich, hast jedes Spiel von Anfang an gespielt. Ein, zwei Tore noch schießen oder hast du da noch Ziele für die Rückrunde? Ja, wäre super, ein paar Tore, also zwei Tore zu schießen wäre super, aber meine Ziele sind einfach weiter zu spielen und so wenig Gegentore zu kassieren, wie es möglich ist, und dass wir als Mannschaft da stehen, wo wir am Ende da stehen, wo wir jetzt stehen. Wie sehen denn deine Pläne darüber hinaus aus? Dein Vertrag läuft ja bis Ende der Saison. Hast du da schon Pläne oder wie sieht das aus? Ja, bis jetzt habe ich keine Pläne, aber ich konnte mir vorstellen, klar, dass ich hier weiterspiele. Ich bin hier zufrieden und mal sehen. Alles klar, vielen Dank.